Esta ist da. Er ist wirklich da. Der Trailer zu The Expendables 3 ist endlich da. Mein meist erwarteter Film 2014. Aktuell nur ein klitzekleines bisschen überboten durch Sin City, A Dame to Kill For. Das Action-Meisterwerk mit Jason Statham, Jet Li, Antonio Banderas, Wesley Snipes, Dolph Lundgren, Mel Gibson, Harrison Ford, Arnold Schwarzenegger, Karen Lutz, Terry Crews und ich glaube Sylvester Stallone ist auch noch irgendwo dabei, weiß ich nicht, aber das muss der größte Film aller Zeiten werden. Und jetzt gibt's den Trailer. Wie gut, dass ich ein Format habe, wo ich Trailer schauen darf. Kurz bevor ich zum Sommer wieder in meine gewohnte Form zurückkehre und regelmäßig Filmkritiken mache, ist das, muss ich echt sagen, ein Wahnsinnsmoment. Ich will es jetzt gar nicht weiter verzögern. Ich nehme mir einfach die Kopfhörer, den Link zum Trailer findet ihr dort, wo ihr ihn immer findet. Ihr könnt den Trailer gerne mit mir schauen, gemeinsam mit mir staunen über... Fangen wir einfach an. Okay, ich habe mit viel gerechnet, aber nicht mit der Musik. Wobei gut, Red Scorpion ist mit 50s Rock auch ausgekommen. Solange Tony Scott nichts mit diesem Film zu tun hat, habe ich kein Problem damit, dass Züge im Bild sind. Oh, it can be. Sylvester's 11. Yeah, you have a falling out because of the giant explosion behind you! And you had a falling in the water. Woohoo! The Expendables in the club! Finde ich super, wenn sie einfach nur nach Drehschluss fortgehen und die Kameras mitlaufen lassen. Haha, hat er gerade wirklich Jet Li angeschaut und gemeint, haha, very short. Ich hoffe, dass das nicht der One-Liner-Qualität in Expendables 3 ist. Aber mit einem Soundtrack von Eminem kann ich mich sehr gut anfreunden, auch wenn das wirklich nicht eine seiner besten Nummern ist. Insert South Park Reference here. Spielt Mel Gibson wirklich einen durchgeknallten Typen auf irgendwelchen Online-Videos? Hahaha. Warum schrei ich und verkehre meine Hunde und Schlechterstellung? Beste Antwort von Harrison Ford. Na. Sagt der Kameramann. Oh yeah. Mein, es ist nach einem Trailer irgendwie schwer zu sagen an dem Fall, aber wenn der Trailer das verspricht, was der Film letztendlich hält, nämlich Non-Stop-Dauer-Action mit den coolsten Actionhelden aller Zeiten, dann count me in. Wie ihr wahrscheinlich durch mein Review wisst, hat mir persönlich Expendables 2 deutlich besser gefallen als der erste Teil, weil es einfach weniger Story, sprich langweilige Momente, wo Leute in irgendwelchen geschlossenen Bars sitzen, Suppe kochen und sich über irgendwelche anderen Sachen unterhalten, die wir lieber sehen würden, als nur erklärt bekommen, gab es im zweiten Teil einfach Non-Stop-Dauer-Action und relativ coole Momente, und wenn der dritte Teil das bietet, dann habe ich hier auf jeden Fall einen der Kandidaten für meine persönlichen Top 10 des Jahres vor mir. Ich freue mich auf jeden Fall riesig auf The Expendables 3 und ja, ich freue mich riesig auf den Film, mehr gibt's nicht zu sagen. Video Ende.